Fast eineinhalb Jahre nach einer Kettensägenattacke auf eine Garage am Starnberger See kommt der skurrile Nachbarschaftsstreit vor Gericht. Das Amtsgericht Starnberg teilte am 24. Oktober mit, dass der Prozess gegen ein ehemaliges Mitglied der deutschen Fußballnationalmannschaft am 8. Dezember beginne. Laut der deutschen Presseagentur hat ein Mann im vergangenen Sommer mit einer Kettensäge einen Balken an der Garage seines Nachbarn angesägt. Als möglichen Grund für die Tat gab die Polizei damals an, dass die Garage ihm womöglich den Blick auf den See versperrte. In den Medien verbreitete sich damals schnell die Nachricht, dass es sich bei einem Beteiligten um den früheren Nationaltorhüter Jens Lehmann handeln soll. Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung. Der 54-Jährige soll bei dem Vorfall jedoch von einer Überwachungskamera gefilmt worden sein, berichtet Bild.de. Im Sommer hatte die Staatsanwaltschaft Anklage unter anderem wegen Sachbeschädigung erhoben, die nun zur Hauptverhandlung zugelassen wurde.